So, nochmal Schuss. Nee, nein, Spaß. Das versteht jetzt nur jemand, der gerade im Voraus die letzte Folge geguckt hat. Hinter dir ein dreiköpfiger Affe! Okay. Ein kleiner Hokage. Na, das wäre zum Beispiel eine Sache, die wir ausprobieren sollten. Der Kleine ist ein kahlköpfig. Sir Hornsby der Dritte. Ich müsste da echt meinen Namen eingeben, sonst kommen wir irgendwann mit dem 5000. raus. Hell's up. Eieieiei. Blutkrempel. Macht weniger Rüstung. Nö. Den Rest gerne, aber so nö. Gut, geht immer noch nicht. Und wir behalten 3 Gold von 43. Wie viel Prozent sind das? Ich komme nicht drauf. Außerdem ist es, glaube ich, vielleicht nicht der passende Moment dafür, das rauszukriegen. Hokage, der überpowerte Ritter der Gerechtigkeit. Der nicht trifft. Weil er zu schnell ist. Sterbt. Mist. Das war jetzt wirklich genau die falsche Richtung. Ach je, und wir sind schon wieder halb tot. Also das ist... Haha! Wir brauchen Sachen. Sonst sind wir sowieso schon irgendwie tot. Wirklich, diese Geschwindigkeit ist nicht unbedingt ein Segen, möchte ich anmerken. Ja, genau. Auch wenn man sich dadurch vielleicht ein bisschen... Sag mal, wie viele Gegner denn noch? Vor allem an einer Stelle. Schlägt man einmal zu und erwischt erstmal 3 davon. Also nicht, dass ich da was im Prinzip gegen hätte, aber... Das spricht schon ein bisschen für eine gewisse Anzahl. Naja. Oh, den hatte ich übersehen, verdammt. Ausgerechnet von dem lasse ich mich treffen. Ich muss ja sagen, den Raum haben wir dafür, dass ich erst dachte, das wäre gemein, haben wir den recht gut gelöst. Recht gut, also... Nein, ich weigere mich inzwischen, die Bücher aufzuheben. Böse Bücher! Die mobben mich nämlich nur. Cybermobbing, wie ja jemand schon so treffend gesagt hat beim Spiel. Yep! Los, verklagen wir die Entwickler. Cybermobbing ist böse. Zwei sind irgendwie voll daneben gegangen, die anderen machen auch nicht gerade viel. Wieso kommt der manchmal drüber hinweg und dann wieder nicht? Also der Schuss von dem Flieger eben. Summ, 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 summ. Gut, hier ist sonst nichts mehr. Ich guck erstmal rein. Ah, ich glaube, wir könnten es noch schaffen. Vielleicht verdienen wir uns dann endlich mal die Neidrune. Den. Wie heißt das? Es fehlt hier immer noch ein Schwert, genau. Das Schwert verdienen wir uns dann vielleicht mal. Nein, wir haben noch eine Rune. Eine Hastrune. Yay. Wir sind noch nicht schnell genug, deswegen brauchen wir noch eine. Greif dich doch selber an, du doofer Magier. Böser Magier, sage ich. Was? Stirb! Böser Magier. Da unten ist noch eine Truhe. Und ein böses Bild. Und noch ein böses Bild. Also ich muss sagen, die Geschwindigkeit von dem Charakter, die mag zwar an einigen Stellen recht gut sein, aber irgendwie nervt sie mich. Ja, und das war ja wohl wirklich gemein. Da muss man wegspringen und dass das ein böses Ding ist, sieht man ja vorher auch nicht unbedingt. Also, das Spiel ist manchmal echt gemein.
Und ich sage viel zu oft gemein in letzter Zeit. Erzmagier Alzheimer. Wie kann man gleichzeitig Alzheimer haben und sich gleichzeitig an alles super gut erinnern? Das ist doch ein Widerspruch an sich, oder? Du kannst nicht 3D sehen. Ich glaube, wir nehmen den. 1033. Langsam wird das hier ein bisschen unübersichtlich. Armor ab. Downstrikes ab. Nee. Das hier vielleicht. Obwohl, ich glaube, man sollte alles mindestens einmal aufwerten, damit man alles zum Aufwerten sagen erstmal freischaltet. Warte, wir haben 500, das heißt, wir können uns doch auch das neue Cape kaufen. Dieses hier, oder? Jo. Aber als Erzmagier vielleicht nicht so geboten. Da reicht vielleicht wieder das Schwert. Wenn wir eins der Blutsachen nehmen, nehmen wir auf jeden Fall das Schwert, weil wir beim Schwert noch nicht das nächstbessere freigeschaltet haben. Sonst würde ich vielleicht beim Magier auch nicht unbedingt die Schwertattacke aufleveln, sondern eher die Rüstung. So. Nur weil ich zu faul bin, einmal mehr die Charge-Taste zu drücken, haben wir jetzt Schaden bekommen. Sehr gut gemacht, Morty. Sehr gut. Einfach perfekt. Aber ich muss mich sowieso mal wieder auf die Taktik verlegen, die wir immer hatten mit dem Erzmagier. Die da hieß, lieber mit Messern um sich schmeißen, als Schaden eingehen. Das waren immerhin einige sehr beeindruckende Treffer, würde ich behaupten. Nicht jeder Erzmagier, der schon einen greisen Bart trägt, kann so treffsicher damit sein oder so. Zu offensichtlich. Das sage ich jetzt noch, aber eben hatte ich ja noch was davon erzählt, von wegen, der war echt gemein platziert. Ich kann mich auch nicht entscheiden. Aber wir machen es jetzt wieder mit dem Leitsatz. Lieber Mana verprassen. Nicht verpassen. Verpassen wollen wir Mana nicht. Verprassen als, ne? Aufs Maul kassieren und so. Gut, das brauchen wir jetzt beides irgendwie nicht. Ich werde mich jetzt auch erstmal hüten, in die anderen Gebiete reinzugehen. Mist, das war doof. Das wiederum war recht gut. Das wiederum war echt scheiße. Wie viel soll ich denn noch nach euch werfen? Wow, hier ist überhaupt gar nichts. Merkt man einfach schon, man hat jetzt einen wichtigen Teil des Spiels geschafft. Oh, das war mehr Glück als Verstand. Wie also immer. Wieso ist der Raum so groß, wenn hier angeblich nichts ist? Also da war nur der eine Geheimgang für einen kleinen Charakter, aber der bringt uns ja nichts. Da waren wir schon. Ja Mensch, erinnere dich doch mal. Ich könnte fast meinen, du hättest Alzheimer und ich der. Ach nee, der hat doch gar keinen Alzheimer. Wir haben nicht genug Leben und wir sind Magier, aber jetzt finden wir das Ding natürlich. Obwohl. Wir können es probieren. Ich verspreche aber nichts. Wenn das klar ist. Das tue ich sowieso nie, aber. Wenn wir sofort. Nein, draufhauen. Wir machen das einfach so. Ach so, die Zeit ist gleich schon um. Gut, wir haben verloren. Wollte schon sagen, es hält aber schon nicht lange, aber das hält so lange, bis wir es abenden oder das Mana alle ist. Und ich fürchte, das ist der wirklich nicht zu geeignet. Leider. Paladin. Mit Mana-Regeneration, das ist doch schön. 550, da können wir Mana abmachen. Noch irgendwas anderes Interessantes? Irgendwie nicht. Oder Mana, das hier auch nicht. Na gut. Ach ja. Ich hätte ihn vielleicht doch lieber mit Wurfmessern bombardieren sollen, aber ich glaube, es hätte auch nicht viel gebracht. Ja. Auf
vielleicht schaffen wir es diesmal mit Paladin. Es hat natürlich endlich mal zur Voraussetzung, dass wir, ich glaube, das haben wir bisher mit Paladin noch nie gehabt, oder? Doch, einmal waren wir schon drin, aber dann waren wir auch schon halb tot. Ich würde ja langsam wirklich gerne mal den Boss töten. Also langsam komme ich mir nämlich auch albern vor, wenn ich das die ganze Zeit nicht schaffe. Als würde ich das absichtlich machen. So schlecht spielen. Nein. Nein, so schön es auch wäre, dass das so ist, aber nee. Ja, klar. Du mich auch, Spiel. Du mich auch. Ja, sag mal, was ist denn hier los? Ach so, ich dachte schon, wir finden im nächsten Raum noch den riesigen Guardian oder so. Das wäre doch auch mal eine Abwechslung gewesen. Insofern, dass wir es inzwischen schon erwarten können. Bossgegner, Mini-Bossgegner, Bossgegner, kein Problem. Yay, wir haben es nicht geschafft. Was soll dieses Wasser? Ich verstehe es wirklich noch nicht so recht. Das war unabsichtlich, aber ich bin froh, dass wir es getan haben. Eine Menge Zeug. Das erlebt auch. Lieber jetzt eliminieren, als dass wir es nachher vergessen. Vorsichtig. Okay, das ist tatsächlich mal echt. Damit rechne ich überhaupt nicht mehr, dass es irgendwie... Da wird man eine Sekunde unvorsichtig und schon schlägt einem das Spiel wieder das Ganze um die Ohren. Take no damage. Okay. Ja. Ja, wie sollte das gehen? Achso, ich habe vergessen zu chargen. Und ich habe es schon wieder verhauen. Das ist einfach ein Fest. Bevor wir da jetzt runterspringen oder ähnliches. Okay. Ist da oben noch ein Fass hängen geblieben in der Luft? So. Jetzt one-hitten wir die ganzen Gegner noch nicht mal mehr. Das heißt, wir kommen schon wieder erst in die Randgebiete und zweitens ist der Boss wahrscheinlich schon wieder ewig weit weg. Irgendwo hinter einem der beiden, der drei Bossgegner am Anfang. Zwei Bossgegner waren es ja eigentlich nur. Ich neige nur zum übermäßigen Gebrauch der Hyperbel, um es jetzt ein bisschen, übertrieben auszudrücken. Juhu! Wir benutzen ihn jetzt echt mal. Ne, im Moment benutzen wir nicht, da kommen wir. Sonst müssten wir wieder den Raum mit den Stacheln nochmal machen. Da laufe ich lieber noch 10 Kilometer länger. Na, toll. Ey, wetten, wir finden jetzt den Boss noch. So ungefähr, wenn wir noch 2 Lebenspunkte haben, am besten. Ja, bitte runter. Spiel, komm, mobb mich. Langsam gefällt mir das sogar. Ach ja. Ach, wer sagt's denn? Ah, oh, Bitterschwert, Bitterschwert. Nein. Das können wir bisher noch vergessen, auch wenn wir gerade noch Leben bekommen haben. Nee. Auch eher nicht so. Na gut, probieren wir es. Aber wir werden es wieder nicht schaffen. Oh, das ist aber wirklich motivierend, da mit dieser Einstellung ranzugehen. Ich glaube es aber wirklich nicht so wirklich. Wirklich nicht so wirklich. Sehr schöne Kombination nebenbei. Ich habe doch schon noch geblockt. Oder es zumindest probiert. Also an der Stelle müsst ihr wirklich entschuldigen, dass ich da still bin. Okay, wir sind fast tot. Aber das Auge auch. Das
so mehr oder weniger. Nein, wir haben keinen Mana mehr gehabt. Oh. Oh, verdammt, das war so knapp. Aber es wird besser, es wird besser. Das nächste Mal schaffen wir es, wenn wir mal ein bisschen mehr Glück haben. Ich weiß es nicht. Aber very flexible, meinetwegen. So langsam steige ich auch durch dieses Ding hier nicht mehr durch. 1300, 1140. So toll ist das doch gar nicht, Downstrikes Up. Also, diesen kann man zwar recht nützlich mal verwenden, aber so toll finde ich die nicht. Dass ich jetzt mal sagen würde, ja, mei. Warum nicht? Haben wir irgendwas wirklich Gutes freigeschaltet? Wahrscheinlich nicht. Wow, das schlechteste Cape überhaupt. Einfach schön. Und die Blutsachen bringen uns natürlich überhaupt nichts mehr, wenn wir beim Boss sind. Das ist nun mal so. Aber pff. Tja. Geh jetzt bloß nicht wieder einfach zurück. Sonst töten dich deine Zuschauer. Kauf mir einfach die, dann sind wir halt noch ein bisschen schneller. Yay! Chainotobilia. Wahrscheinlich, weil wir jetzt noch den Hokage, der sowieso schon verdammt schnell ist. Guck, wir sind so schnell wie der Weihnachtsmann. Sind auch noch den verschnellert haben. Das ist wirklich ein bisschen bescheuert eigentlich, aber hey! Hast die mal rumgeschafft. Da fällt mir ein, für mich, also ist morgen der Steam Summer Sale, angeblich zumindest. Ja, 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 warum nicht? Drecksräume hier. Okay, ich hatte erwartet, dass das Bild mich zumindest noch beißt oder irgendwie. Fällt doch einfach ein total normal aussehender Stein in der Mauer mich plötzlich anfällt. Und warum brennt das Feuer im Kamin nicht? Alles Mysterien. Feed all enemies. Kriegen wir schon wieder nicht hin. Ich glaube, die geben uns absichtlich immer die falschen Waffen. Kann das sein? Weil sie langsam glauben. Glaube ich das nicht mehr. Wir sind zu schnell. Ich kann überhaupt nicht mehr rechtzeitig anhalten. Das ist furchtbar. Und schnell genug schlagen tut er auch nicht, als dass ich einfach reinrennen könnte und es keinen Unterschied macht. Uiuiui. Geld, Geld, Geld. Ich hätte auch einfach an der Seite runterfallen können, ich Horst. Nicht so stellt sich blöd an. Oh, bitte, bitte, bitte. Ja! Das nächste Schwert. Danke, Spiel. Und ich wurde tatsächlich noch von dem Schuss eines toten Gegners getroffen. Das können auch nicht jeder von sich behaupten. So, ich beende hier jetzt nochmal den Part. Und wie ihr seht, mich dann beim nächsten Mal weiter failen, okay? Oh. Oder so, so können wir es auch machen, also. Das ist ja furchtbar. Bis dahin, tschüss.